Heaven Players versus Robo Rowdies. Ich befinde mich jetzt gerade in der Legend Fußball Tour und ich habe eine kleine Überraschung, beziehungsweise ich habe was gefarmt. Und wie es aussieht, Moment, muss mein Mikrofon ein bisschen richten. Moment. Gefällt mir gerade nicht so. Ist ein bisschen tief. Okay. So. Ja, die Robo-Rowdies, die kennen wir eigentlich schon. Komischerweise sind die doch, glaube ich, auch bei der anderen Edition, oder? Also bei dem Weiser. So, dann gucken wir mal. Ah, okay, da kommt der Richtige. Nehmen wir ein TZ-Dreieck, komm. Machen wir das mal Level Up. So, die Überraschung zeige ich euch später. Okay, dann macht er schon mal nichts. Oder zeige ich es jetzt? Mal gucken. Ja, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was es sein könnte. So, wir machen einmal Karate Kid. Aha, nein, das war nämlich der Kartentrick. Da habe ich verfüllt. So, denn ich hole den Kampfgeist. Und zwar einen bestimmten Kampfgeist. So, den weißen Drachen. Und wer hat ihn? Sharp hat ihn. Ich habe endlich mal eine Kampfgeistmünze mir mal. Ja, er droppt. Und zwar habe ich ja auch einen Link bezüglich dies ja in Discord gepackt. Und da habe ich jetzt einfach bei der Meditour gegen ich glaube, das war jetzt Alpha Reverse oder Beta Reverse, also ich glaube Alpha Reverse, dann die Super Oldies und Delta Reverse, also die drei sollen auf jeden Fall was droppen. Ich habe bei den Super Oldies tatsächlich was bekommen. Bei den anderen habe ich das noch nicht bekommen. Da habe ich direkt gedacht, ab zum Meister und lern mal. Ich habe versucht, noch eine zu bekommen. Aber laut dieser Liste soll ich auch hier in der Darren-Tour Kampfgeistmünzen kriegen. Also gegen die ganzen Mannschaften. Guck das jetzt nochmal an. Ja. Ich bin gerade irgendwie immer noch müde. Ich nehme das gerade um 11 Uhr auf, ich bin aber irgendwie total müde. Aber egal. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt hier welche rausziehe. Das weiß ich nicht. Hier sind nur 8 Mannschaften drin. Die werde ich auch heute alle machen. Und dann haben wir noch eine letzte Fußballtour tatsächlich. Und ja, ich glaube, die hat so. Ich glaube, der hat sogar mehr Mannschaften. Ich glaube auch so ungefähr 10. Nee, mehr. Der hat ja schon allein unten, glaube ich. Der hat einfach eine normale Mannschaftenanzahl an der Tour. Ich glaub, deswegen passt das. So, machen wir nochmal weißer Odem. Warum denn nicht? Nutzen wir das doch mal hier aus. Ja, fühlt sich nicht so an, dass die Stufe 60 sind. Weil die sind immer noch lame. Warte mal, währenddessen gucke ich mal eben. Die Robo-Rowdies. Gucken wir uns das Ganze nochmal einmal an. Habe ich doch bereits schon gemacht, oder? Und zwar bei den Weiser. Robo. So, Robo Rowdies. Auch nicht. So. Ah, wie werden die denn geschrieben? Oder gibt's. Habe ich die noch nicht? Sind das hier irgendwo? Rowdies.
Tatsächlich. Robo-Rowdies. Die waren in der Vladimir-Tour, sehe ich gerade. Okay. Warum gibt's die hier nochmal? Muss ich das verstehen? Oh nein! Da kommt ein Himmelsschirm! Oh mein Gott! Alter, was ist los, ey? Wir haben 11 Uhr, ich bin immer noch müde. What the fuck? So, tanzt das Ei los. Ich wusste doch. Ich wusste doch, dass ich doch den Namen irgendwo gesehen habe. So, dann Pantheon Crescendo. Ja, das passt soweit. Ich bin mit einem halben Gehirn dabei und schieß trotzdem die ganzen Tore. Die waren Team Level 14. Tor, Spitze! Ich hab da nicht gehört und bin. Sind das hier einfach nur stärker Robo-Rowdies? Aber irgendwie fühlt sich das nicht so an. Naja, ich kann auch nichts mehr machen. Wieso haben sie die dann nicht ein bisschen anders genannt? Super Robo-Rowdies oder so? Aber die heißen ja exakt gleich. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. So, wir holen uns den Ball. Genau deswegen verlieren diesen wunderschönen Kampfgeist und aktivieren einen neuen. Ich nehme den weißen Läufer jetzt einfach mal. Der könnte auch mal auf Stufe 3 kommen. Nee, ich mach mal nichts. Okay. Dann nochmal ZZ-Dreieck. Und dann haben wir ein 15-0 in der ersten Halbzeit. Wundervoll. Aber ich weiß, dass der Flammengriff kann. Aber tritt sie nicht ein. Naja. Was soll man machen, ne? Gut, hier jetzt hatte ich nur Bekannte. Warte mal, in der Halbzeit, dann lese ich nochmal. Ich glaube, das. Also, auf jeden Fall haben sie das. Das Wappen ist das gleiche. Das kann man auch sicher umreißen. Hier sind die besten Robo-Rowdies. Kein Super oder sonst irgendwas. Das ist strange. Warum sollte man zwei Mannschaften mit den gleichen Namen nur in zwei verschiedenen Touren? Das muss ich nicht verstehen. Das muss ich nicht verstehen. So, dann lauf mal. Luftikus. Ist auch V4, aber ich frag mich, wann das mal Level Up kommt. Das hätte es sein können. Ist es aber nicht. Machen wir nochmal Luftikus hier. Jetzt können wir eigentlich ein bisschen mal dribbeln. Dann machen wir hier Pantheon Crescendo. Das müsste, glaube ich, sogar eine L-Reihe sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube schon. Ja gut, dann machen wir Feuerfall.
Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Tja, dann halt nicht. Weiter so! Nächsten Ball halte ich aber so. Warte so ab. Ach ja. Immer wieder dieselben. So. Wem können wir denn hier mal einwechseln? Komm, wir machen Knallfrosch. Xickel. Feuer die Tornado. Könnten wir eigentlich auch mal versuchen. Auf Maximum zu bringen. Schneeschnittblitzer dauert auch noch, das ist erst frisch. Okay. Tauschen das mal. Weiter spielen. Ja, eine Dumpflok können wir auch nochmal aufleveln. Warum denn nicht? Oder wir faulen. Das geht auch. So, nehmen die große Mauer. Hier hin und den Cyber Dribbler möchte ich gerne auch mal auf Maximum gelevelt haben, zumindest ein paar Techniken noch. Und dann gehen wir hier auf Meteorklinge. So, ah, ich wusste doch, dass er der Flammengriff konnte. Kommt er doch, aber das reicht natürlich nicht aus. Unser Rimmertopf ist viel zu stark für diese Minecraft. Alter, sorry für diesen Gen. Es geht nicht anders. Ich glaube, das Wetter macht auch einen müde. Das ist wieder so ein regnerisches Wetter. Also, Duo-Katapult brauche ich nicht. Die haben wir noch keinen beigebracht. So, dann die große Mauer. Auch eine der ersten Techniken. So, dann einmal Luftikus. Aber Luftikus möchte ich auf jeden Fall noch erschaffen. Nee, Luftikus kann S. Nein, ich glaube, müsste S sein. Kam schon Luftikus. Oder A oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie das geregelt wird. Immer noch kein Level Up. So, Knallfrosch. Ich habe Luftikus echt viel eingesetzt, aber irgendwie. Will es noch nicht. Es will noch nicht Level Up werden. Tor, Spitze! So, 8:0. Was sagt die Zeit? Oh ja, ist okay. Ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt. Und somit level ich auch meine ganzen Techniken jetzt nach und nach irgendwie. Wenn ich schon 5:0 habe. Wir verdampfen dein Wasser. Kein Level Up. Komm, ein Luftikus. Wollte ich noch machen. Hat er mich nicht mehr gelassen. Schade. Gewonnen. Nochmal gegen die Roborodies, aber nur in einer stärkeren Variation, sage ich jetzt einfach mal.
Aber die hatten auch trotzdem keine Chance. Und wir bekommen nichts. Schade. Aber hier gibt es jetzt 3 Truhen zu öffnen. Ich bin gespannt, was wir dort drin haben werden. Öffnen wir die erste Truhe und ich bin mal gespannt. Okay, wir kriegen die Fähigkeit Duel Overdrive. Ja, ist nicht schlecht. Kann man bestimmt irgendwo gut einsetzen bei irgendjemanden. Okay, dann haben wir hier noch 2 Truhen. Und dann haben wir gleich nur eine Truhe. Ich bin überlegen, ob ich die dann erst beim nächsten Mal... Mal gucken. Erstmal öffnen wir die hier. Bekommen Teamgeist-Punkte. 10.000 brauche ich jetzt nicht zwingend, aber... Ja gut, was ich habe, habe ich. Und was kriegen wir hier? Trendhandschuhe. Wahrscheinlich nichts Großartiges. Guck ich gleich mir mal an.